Nichts dazu. Nee, manche lernen im Jahr nichts dazu. So, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Wir haben endlich offenbar genug über die Sektensache herausgefunden. Wir können jetzt endlich Raven, ne, davon Bericht erstatten. Immer wieder dieselbe Leier. Ist so nicht mehr schön. Spring bitte hoch. Dankeschön. Schönes Geräusch. Gefällt mir. Tschüss, ihr Penner. Ich habe mir ein Schwert von euch mitgenommen. So, diesmal gehen wir, glaube ich, nicht auf Erkundungstour, sondern gehen straight to the neue Lager. Vielleicht werden wir dann nach dieser Quest endlich als Söldner aufgenommen. Weiß ich noch nicht. Vielleicht kriegen wir ja dann die magische Fähigkeit, dies zu tun. Was laber ich hier? Ich weiß jetzt gar nicht echt mehr, ob man als, wenn man hier als Krieger, ne, durch die Lande streift, weil irgendwie möchte ich ja schon zum Söldner gehen und nicht zu den Wassermagiern. Ob man dann tatsächlich die Möglichkeit hat, ne, in den Kreis der Magie zu gelangen. Ich meine, man kann es, indem man ein böser Cheater ist, das weiß ich noch, aber ob man das auch so kann? Geht heute irgendwie ziemlich fix, ne? Jetzt kommen wieder die mein Gott. Jetzt kommen wieder die. Ja, vorher ging es bergauf, jetzt geht es bergab. So, hier können wir das wieder mal ausprobieren. Husch. Husch. Husch und das war zu weit. Husch, ja, gegen den Baum. Gegen die Titanblätter darf man ja immer nicht gegenkommen. Also ich fände es ja eigentlich ganz lustig, wenn wir dem mal ganz kurz aufs Maul hauen. Was haltet ihr denn davon? Hm, kratzt du mal. Bako, ne? Du sitzt da, als ob du gleich scheißen musst, ne? Ich speichere mal lieber ab, nicht, dass er uns dann irgendwie tötet, so ganz aus Versehen, ganz locker flockig. Mein Qualler, ey. Ja, die gebe ich ihm natürlich nicht. Ich sag ihm natürlich nur, dass ich die Scheiße habe, aber ich gebe ihm nicht. Okay, Paco ist auch kein Problem mehr. Tschüss, Paco. So, und die XP, wisst ihr ja, kann man immer kochen. Außerdem haben wir jetzt eine Armbrust. Ich weiß aber nicht, ob ich meinen Bogen doch lieber behalten will. Halt die Schnauze, du hässlicher Vogel. Mensch, ist ja nicht mehr schön. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Ja, ach, guck mal. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Halt's Maul. Lass mich so vorbei. Nee, leichter Armbrustschaden 50 und Langbogen. Und können. Da fehlen zwei Geschicklichkeitspunkte. Zwei. Na gut, dann scrollen wir hier gleich mal nach oben. Damit wir es dann haben. Da sind verschwunden, da siehst du. Heilen wir uns nochmal ganz kurz. Nicht, dass uns dann tatsächlich mal ein starker Gegner entgegenkommt. Hüpf. Ich könnte ja auch mal ganz YOLO sein. Immer so ganz YOLO. Ist ja eigentlich auch Gebiet, ich weiß. Da, seht ihr? Das sieht man so übelst, dass man da hochklettern kann. Das ist so offensichtlich. Offensichtlicher geht schon gar nicht mehr. Aber ich will da nach hinten. Da ist das. Ich speichere hier aber mal ab. Weil ich nicht weiß, ob hier oben Orks stehen. Und weil ich nicht weiß, ob ich gegen Orks eine Chance habe. Scheiße, komme ich da überhaupt hin? Ja, der Turm. Ah, da stehen die ersten Orks. Ah, das bringt mir überhaupt nichts, ne? Da kann ich gar nicht auf den Berg rauf. Scheiße, scheiße, scheiße. Na super, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie voll die kluge Idee, dass ich dann mich irgendwie hier runterfallen lasse, was weiß ich. Dabei geht das ja nicht. Ich
könnte natürlich versuchen, hier oben rauf zu glitschen. Aber das wird leider nichts. Toll. Mein Gott, ich weiß, dass man da hochkommt, aber es geht nicht. Ich glaube, das mache ich immer mal offscreen, einfach mal so. Einfach mal hochcheaten und dann sagen, guck mal, ich habe es endlich geschafft. Nee, einfach mal offscreen irgendwie mal machen, weil ich weiß nicht. Ich will dafür nicht irgendwie wertvolle Aufnahmezeit verschwenden. Weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt sonderlich spannend ist, wenn ihr da irgendwie 20 Minuten einem Idioten zusehen müsst, der versucht, um hochzuspringen. Deswegen, ja. Weiß ich nicht. Toll. Ganzer Plan im Arsch. Plupp. Bisher habe ich mich auch damals in Gothic einfach nur danach gesähnt. Selber irgendwie was bauen zu können, das wäre so geil, aber ne, geht leider nicht. Ups, ich wollte gerade mal was ausprobieren. Aber offenbar geht es nicht. Ja, die Aufnahme beenden geht immer, das ist wunderschön. Ich habe gerade versucht, die Aufnahme zu pausieren und direkt mal anzufangen, aber gut, das mache ich dann irgendwann anders. Jetzt muss ich die Aufnahmen wieder zusammenschnippeln. Toll gemacht. Habe ich ganz toll gemacht. Freue ich mich direkt. Ja, ich darf nicht mehr springen. Ja, ist ja gut. Ich habe es ja begriffen. Eigentlich nicht, aber trotzdem. Ich kann ja mal so tun, als hätte ich es begriffen. Wusch. Kawusch. Jetzt springe ich wie eine Spuchtel. Mensch. Kawusch. Na? Wollen wir die mal aufs Maul hauen? Sehen, ob du so ein paar neue Sachen dabei hast. Ah, da war schon was. Naja, gut. Ist jetzt nicht die Welt, aber ja. Ist ein bisschen was, ne? Wer das bisschen nicht ehrt, ist alles nicht wert. Ja, nehmen wir das. Man, wo kommt man da rein zufällig rauf? Guck mal, da kommt man rein zufällig rauf. Wollte ich mir mal dieses lustige kleine Lager da hinten anschauen. Wo ein Wolf haust. Hey, hallo Wolfi. Und Blutfliege wohnt auch hier. Und ich habe Blutfliege getroffen. Na Wolfi, kommst du nicht hoch? Schade aber auch. So, Wolfi und Blutfliege und in den Boden gebackt. Ja, das ist natürlich optimal. Das finde ich ganz cool. Ich lasse den mal ganz kurz an, den Marvin-Modus, bringt mir sowieso nichts. Weil das hier alles über diese Konsole hier läuft, ne? Jetzt könnte ich hier zum Beispiel. Fehler. Das würde einen Übermenschen-Charakter spawnen lassen, aber. Nee, das mache ich vielleicht gegen Ende mal, aber jetzt noch nicht. So, machen wir den Scheiß-Modus mal wieder aus. Was heißt Scheiß-Modus? Den Modus einfach mal wieder ausmachen. Gut. Scheiße, links, scheiße, links, rechts, rechts, links. Hier, die Pfeile. Und neue Dietriche. Das lobe ich mir. Rechts, rechts, links, rechts. Yo. Erz und doch mehr Dietrich. Ist jetzt nicht die Welt hier, aber es ist ganz nett. Haben wohl ein paar Leute versucht, ein eigenes Lager zu öffnen, ne? Aber sowas meine ich, dass man nicht irgendwie einfach sich irgendwie so eine nette kleine Ecke suchen kann und einfach mal irgendwie eine Palisade hinstellen kann oder irgendwie was selbst bauen kann. Wisst ihr, das habe ich damals immer so richtig irgendwie vermisst. Das wäre irgendwie jetzt nur so das Nonplusultra. Ja auch ein Multiplayer davon, also ne, so einen inoffiziellen, so wie bei San Andreas, GTA San Andreas und SMP. Gibt es ja auch sowas ähnliches für Gothic. Wollte ich auch mal ausprobieren, aber irgendwie weiß ich nicht. Das sind dann, ich habe dann immer nur so eine Hardcore-RP-Server gefunden, wo dann, wenn du nicht RP spielst, dann bist du sofort vergewaltigt und was weiß ich und alles. Und auf sowas habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, einfach so. Der Freeboam-Server wäre lustig, aber habe ich nicht gefunden, deswegen lassen wir das mal lustigerweise.
und springen ganz munter und fidel ins neue Lager. Na, ihr Penner? Euch knüppel ich auch nochmal nieder. Einfach nur der Erfahrung wegen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt ja wieder 20 Lernpunkte. Das heißt, theoretisch kostet Stufe 1 zwei Hände 10 Erfahrungspunkte. Das heißt, wir könnten 10 Erfahrungspunkte investieren für für Stärke, ne? Machst du das öfters? Ja. Wie gesagt, ich habe es ehrlich gesagt nicht so verglitscht in Erinnerung gehabt. Aber ja gut, die Erinnerung trübt. Man merkt sich halt immer nur die Sachen, die gut waren. Das ist schon klar. Alles klärchen, Bärchen. So. Dann quatschen wir jetzt endlich mal mit Mordrak über die Sektensache. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ja, ganz anders. Tag. Hallo. Hi. Wegen der Sektensache. Was gibt's? Sie wollen mit der Hilfe eines mächtigen Elixiers, das Sie aus Mindcrawler-Eiern gewinnen, Ihre geistigen Kräfte stärken und Kontakt zum Schläfer herstellen. Ich lach mich tot! Diese Spinner glauben wirklich daran, was? Ich bin neugierig, was dabei rauskommt. Ich auch. Sag mir Bescheid, wenn sich die Gurus bis auf die Knochen blamiert haben. Ei, ei. Gut, das war jetzt alles. Das ist hier spektakulär. Ja, dann können wir jetzt, glaube ich, tatsächlich mal versuchen, Lee anzuquatschen und Söldner werden. Um Söldner zu werden. Mein Probieren geht über Studieren, ne? Wohin rennt der Typ denn? Na, ist deine KI wieder ein bisschen... Achso. Ach, du musst kacken und deswegen musst du dich ganz schnell hinsetzen. Ja gut, das kennt man ja. Das kann vorkommen. Ist halt so. Ich höre nicht mehr auf das. Nee, besser ist es. Besser ist es, einfach mal nicht mehr auf das Geschwafel zu hören. Mein Gott. Na, ihr Wichser. Nali. Jawoll. Ich will ein Söldner der Magier werden. Bin ich jetzt soweit? Deine Taten für die Bruderschaft in der alten Mine haben gezeigt, dass du einiges drauf hast. Jo. Ich wäre bereit, dich in die Reihen der Söldner aufzunehmen. Yippie. Ich gebe dir eine Chance. Was meinst du? Ich will Söldner werden. Eine gute Entscheidung. Du wirst sie nicht bereuen. Sag mir eins, warum hast du dich uns angeschlossen und nicht dem alten Lager oder der Bruderschaft? Ich muss irgendwas gegen Gomez sagen. Es hat sich einfach so ergeben. Ich wollte von Anfang an die Freiheit. Ja, ich wollte von Anfang an die Freiheit. Ich wollte von Anfang an die Freiheit. Wir werden uns unsere Freiheit zurückholen. Jawoll! Willkommen, Söldner. Jo, wir sind jetzt endlich bei den Söldnern. Geile Scheiße. Was heißt endlich? Das ging ja relativ schnell. Und natürlich so eine leichte. Das ist wieder so die Videospiellogik, ne? Eigentlich so ein Schulterpanzer bietet mehr Panzerung als das. Das ist interessant. Aber gut, Videospiellogik brauchen wir nicht drüber diskutieren. Hallo Lee, ich möchte eine bessere Rüstung. Hallo. Hi, ich brauche eine... Oh, Zweihänder. Bei dem kann ich das lernen für 30 Lehrpunkte. 30 Lehrpunkte. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir helfen, stärker und geschickter zu werden. 30 Lehrpunkte. Ich möchte den Umgang mit zwei... Ich kann dir nichts... Ja, okay. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind sie nicht ganz billig. Kein Ding. Ich hab alles. Ich will die schwere. Jawohl. Gib mir die schwere Rüstung. Ach, gut. Du bist noch nicht so weit, die schwere Rüstung zu tragen. Komm. Okay, darf ich wenigstens die mittelschwere? Ich möchte die mittelschwere Rüstung haben. Du bist noch nicht so weit, eine... Okay. Gut. Dann nimm nicht. Ist interessant, wie wir auf einmal die Stimme verändern. Ich möchte eine Rüstung. Gib mir die schwere Rüstung! Du bist doch nicht so weit. Ja, gib mir die mittelschwere Rüstung. Du bist doch nicht so weit. So, was sagt ihr dazu? Sei gegrüßt. Hi. Cool, dankeschön. Red nicht so viel mit mir, ne? Das könnte gefährlich werden. Du bist auch nur ein scheiß Söldner. Verpiss dich, Mensch. Ach, da unten war ja der Spaß, den ich eigentlich sprechen wollte. Manche lernen eben gar nichts dazu. Nee, hast du recht. Na
Das passiert mir nicht noch. Na, Gorn, du alter Neger. Hallo. Hi. Man muss eben aufpassen, was man so rum. Redet nicht mit mir, ist okay. Ist okay. Ist okay. Gut, dann lege ich mich jetzt schlafen. Wir sind endlich Söldner. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Gothic 1 wieder. Bis dahin, tschüss.